uns heute im Testfeld der ZEC GmbH und wollen die Maschinengeneration V007 vorstellen. 2006 haben wir begonnen, ein zentrales Display zu verbauen und eine elektronische Maschinensteuerung. Wir haben ein Jahr Entwicklung reingesteckt und die Maschine oder ein Prototyp der V007 war ein halbes Jahr im Feldtest bei den Kunden gewesen, weil uns Feedback sehr, sehr wichtig war mit der neuen Maschinensteuerung. Und es sind jetzt mittlerweile 1000 Maschinen mit elektronischer Steuerung auf dem Markt. Wir haben den Leitstand komplett überarbeitet. Das heißt, wir haben die Bedienelemente an dem Leitstand reduziert. Wir haben lediglich nur noch die elektrische Trommelbock-Vorspannung, die wir einstellen können. Ansonsten befindet sich alles in unserem Panel hier vor Ort. Wenn die Maschine gestartet ist, starten wir immer in einem Null-Modus und ich muss die Betriebsart erst auswählen. Das ist entweder der Wind-Modus, der SLTS-Modus oder der ATS-Modus. Wenn wir eine Betriebsart auswählen, wird diese auch dann im Display angezeigt. Ich wähle jetzt die Betriebsart Wind-Modus aus und im Display erscheint der Wind-Modus. Früher war es so, die Maschine wurde angelassen und man ist sofort in dem Windmodus gestartet. Heute müssen wir die Betriebsart auswählen, wie eben gezeigt. Die Betriebsart ausschalten funktioniert über denselben Knopf. Einmal gedrückt geht sie aus. Nächster Knopf gedrückt, nächste Betriebsart wäre jetzt der ATS-Modus. Der ATS-Modus funktioniert genau wie bei der V06-Variante. Er blinkt im ersten Moment. Ich wähle die Bremskraft aus, indem ich über diesen Poti Bremskraft reduziere oder erhöhe, kann man im Display schön ablesen. Habe ich die Bremskraft ausgewählt, bestätige ich durch den zweiten Drücker. Zündung ein, nochmal drücken, startet. Dann wähle ich meine Betriebsart aus über den Knopf. Windmodus, Windmodus aus, Knopf nochmal betätigen. Wir sind wieder im Nullmodus, keine Funktion des Joysticks. Bremsmodus auswählen. Gewünschte Bremskraft über den Poti einstellen und bestätigen. Die Lampe leuchtet durchgängig, wenn die Maschine bremsbereit ist. Betriebsart SLTS, einmal drücken, Minimum Bremskraft auswählen. Und bestätigen. Genauso funktioniert der Tempomat. Betriebsart Windmodus ist gewählt. Ich starte. Wenn meine Wunschgeschwindigkeit erreicht ist, drücke ich den Tempomat. Und die Maschine läuft. Und ich halte sie nur an den Griffen. Möchte ich die Geschwindigkeit reduzieren, verringere ich sie über den Joystick. Ich kann die Geschwindigkeit noch weiter reduzieren, bis fast zum Stillstand. Dann lasse ich entweder los, dann geht er automatisch aus der Tempomatfunktion raus oder ich hätte den Tempomatknopf gedrückt. Wir haben eine dezentrale Bedienung des Stützfußes, das heißt, ich stehe vor Ort, drücke und sehe, wo der Stützfuß sich hinbewegt. Die Anschlüsse für die Trommelböcke befinden sich hier vorne. Und hier haben wir die Anschlüsse für die elektronische Trommelbock-Vorspannungsregelung. Die Anschlüsse für die elektronische Trommelbock-Vorspannungsregelung sind an den Maschinen mit 1800er Rillenrad Standard. Die Trommelbock-Vorspannungsregelung beinhaltet, dass ich eine Trommel haben kann, die hinter der Maschine steht, die 5 Tonnen wiegt und ich eine Vorspannung einstelle zwischen Maschine und dem Trommelbock von 300 Kilo und diese Vorspannung wird gehalten, ob die Trommel 5 Tonnen wiegt oder ob die Trommel nur noch 500 Kilogramm wiegt. Dann haben wir eine Klappe zur besseren Zugänglichkeit für Service- und Wartungsarbeiten. Wir haben eine elektrisch überwachte Restfüllstandsanzeige
Das heißt, ist das Hydrauliköl auf einem Minimumwert gesunken, gibt es eine Meldung im Display. Optional kann man auch eine Hydrauliköl-Qualitätsmessung verbauen. Wir haben hier oben drehzahlgesteuerte Ölkühler verbaut. Damit können wir noch effizienter kühlen. Auch die hintere Abstützung können wir dezentral bedienen. In allen V007-Maschinen mit der Stufe 5 ist eine Schalldämmung verbaut. Zum sicheren Arbeiten beim Seil auflegen und wir haben einen 5 Grad Seiteinlauf an den Maschinen verbaut. Um die Sicherheit noch mehr zu erhöhen, haben wir optional eine hydraulische Seilklemmung, welche auf das Leiterseil drückt, wenn ich die Maschine stoppe. Die Seilklemmung hebt sich ab, wenn ich die Maschine ansteuere. Der Joystick auf Nullstellung, fahren Sie zurück. In der V007 haben wir ab der Maschine Windenbremse 5 Tonner ein System verbaut, das nennt sich ZEC Connect. Dadurch ermöglicht es uns, ein optimiertes Ferndiagnosesystem zu haben, tägliche Kontrolle der Maschinen, proaktives Instandhaltungsmanagement, Unterstützung für unsere technischen Kundendienst, Anzeige aller Maschinenstandorte, Geofencing zum Erstellen visueller Zäune, ZEC Internetportal. Hier haben wir alle Maschinen- und Seilzugdaten des Fuhrparks im Blick, Schnittstelle zu ZEC und Zeit unserer BIM Baustellensoftware, Seilzugdaten der Maschine drahtlos direkt auf das Smartphone oder Tablet übertragen. Download, Ansicht und Teilen und Weiterleiten ist möglich.